Hallo liebe Technikfreunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, es geht los, es geht nach Berlin, denn heute ist der Tag, wo die Tesla-Probefahrt stattfindet und ich freue mich schon sehr. Allerdings gab es einen kleinen Dämpfer, denn ja, gestern hat mich Tesla angerufen, gestern Abend, und mir mitgeteilt, dass die Probefahrt nur 20 Minuten dauert. Die hätten wohl einen sehr starken Andrang und es wird auch jemand von Tesla mitfahren. Und das ist natürlich, ich sag mal, extrem wenig, 20 Minuten. Da ist wohl eine kurze Autobahnfahrt dabei, dann eine kurze Überlandfahrt und ja. Gut, es nützt aber alles nichts. Wir werden das trotzdem wahrnehmen. War ja dumm, da nicht mitzumachen. Zumal ich ja auch das Nüssli mit dem Angenehmen verbinden kann. Denn ich besuche gleich mal meine Verwandtschaft in Berlin. Denn es geht ja jetzt zum Tesla Service Center nach Berlin-Schönefeld. Da war ich auch noch nie, ist auch das erste Mal. Und da bin ich mal gespannt. Und ihr seht zumindest, das Wetter spielt mit. Auch wenn es nur 6 Grad sind und noch ziemlich kalt ist. Aber die Sonne scheint und ich glaube, die scheint auch heute den ganzen Tag. Und das ist doch schon mal ein gutes Omen. Ja, so viel erstmal dazu. Also jetzt geht's los. Auf nach Berlin. Ich freue mich sehr. Und dann kommen die nächsten Bilder, denke ich mal, vom Service Center. Und dann werde ich hoffen, dass ich auch schöne Bilder oder Videos aus dem Tesla herauskriege. Und ihr mich bei dieser Probefahrt, für mich sage ich mal, es ist die erste Testfahrt des Tesla Model 3 begleiten könnt. Ja, dann sage ich mal, bis gleich. Freunde, wir sind da und zwar sind wir jetzt in Berlin-Schönefeld im Tesla Service Center. Und dann gehen wir mal rein und dann werden wir mal sehen, wie das dann so abläuft. Bis gleich. So, meine lieben Freunde, wir sind jetzt angekommen. Da hinten steht mein Golf, man sieht ihn schön. Ja, und wie ihr gerade gesehen habt, gibt es ja Teslas ohne Ende. Und ich sehe auch schon hier vorne das Model 3. Und da wollen wir mal hingehen. Es sind 9 Grad, aber sehr windig. Und er sieht natürlich echt mega schick aus. Guckt euch das mal an. Ja, das sieht doch mega geil aus. So, und hier ist das gute Stück. Und das ist auch die Farbe, die mir natürlich am mega geilsten gefällt. Das sind auch die coolen Felgen. Natürlich mit den größeren Bremsen drin, die natürlich jenseits von Gut und Böse sind. Aber die Farbe, die ist doch echt mega geil. Guckt euch das an und die Farbe käme natürlich echt in Frage, obwohl die natürlich 1600 Euro extra kostet. Und die Farbe ist richtig schick. Ich gehe mal davon aus. Genau, es ist natürlich Dual-Modus, das Modell wird ja nur angeboten. Ich glaube, die normale Variante hat auch diesen Spoiler, nicht? Ja, das ist ja. Ja. Aber die Farbe, die ist doch echt mega schick, mega schick.
Aber wir sitzen ja nachher gleich drinnen. Auch die weiße Ausstattung sieht sehr schick aus, aber die wollte ich auch nicht nehmen, denn die wird nämlich schnell schmuddelig und dreckig. Die Farbe ist schick, wa? Ja. 1600 Euro kostet die extra. Echt ein schickes Auto. So, und bevor es losging, haben wir uns erstmal im Verkaufsraum umgeschaut. Wir haben Tess den Kaffee getrunken mit dem Verkäufer, ganz nett unterhalten, wie da die Probefahrt alles so abläuft. Und dabei habe ich doch etwas mega Interessantes entdeckt, aber seht selbst. Ich bin begeistert davon. Kamin im Auto. Oh, hast du schon mal gesehen? So, nach diesen wunderschönen, herrlichen Eindrücken geht es ab zur Probefahrt zum Model 3 in dem herrlichen Blau. Hier sieht man, mit der Karte wird das Fahrzeug quasi entriegelt. Sie sind auch oben dieses kleine Loch, das ist quasi die Kamera über der Karte. Das heißt, da steckt auch eine Kamera drin und dann geht es auch schon rein. Und man sieht auch diese ganz schicke weiße Lederausstattung. Das sind Kunstledersitze, aber ich finde, es sieht richtig edel und schick aus. Ist natürlich eine Frage, wie die sich dann reinigen lassen. Aber das macht das Auto auch viel luftiger und viel offener und die Sitze waren wirklich sehr bequem. Ja, man hat natürlich auch eine elektrische Sitzverstellung, hat er mir ja kurz gezeigt. Und also ich habe mich eigentlich in den Sitzen sofort wohlgefühlt und ja. Das ist kurze Einführung im Bildschirm. Ja. Unten sind halt die ganzen Einstellungen. Mhm. Wir haben hier die Kontrolle über das Fahrzeug. Da habe ich gleich eine Frage. Die Navigation ist ja über UMTS. Die ist über halt LTE. Internet. Genau, LTE. Und ist das, wie lange gilt das? Gilt das nur für bestimmte Zeit oder immer? Das wären ja kostenlos und dann, glaube ich, 70 Euro im Jahr. Im Jahr, genau. Mhm. Genau, hier haben wir dann die ganzen Einstellungen. Ich werde Ihnen auch die Modis umschalten. Passen auch die Spiegel und der Lenkrad? Ja, passt. Lenkrad passt auch, ja. Okay. Genau, dann haben wir noch die Musik hier. Soll ich was? Mal kurz mal, wie der Klang mal ist. Ist das eine spezielle Version mit den Boxen? Also, das ist die Premium-Soundanlage. Was wollte ich mögen Sie Rattle Chip oder was? Sagt mir jetzt nicht. Okay, was mögen Sie? Rattle Chip, doch, kannst du machen. Ich habe es nicht verstanden. So. Nur mal kurz reinhören, wie ja, lang ist. Also ich mag es sehr eigentlich. Man kann auch direkt den Sound kann auch anpassen. Mhm. Ja, das ist ja amerikanisch. Da muss schon auf Sound, muss er schon dabei sein. Guter Bass auch. Aber das wäre jetzt schon eine extra Ausstattung. Also wenn man jetzt konfiguriert mit den jetzigen. Das ist im Long Range verfügbar und im Performance halt. Ja. So. Weiter haben wir hier solche schnellen Optionen. Also Kamera, Kalender, das synchronisiert sich automatisch. Google Kalender ist das dann, ja. Kamera kann man auch direkt anmachen. Das ist die Frontkamera. Heck. Hat ja auch hinten. Ach, das ist die Heckkamera, stimmt, das ist das Auto. Ja. Von hinter uns, genau. Ja, ja, nee, ist genau. Genau, das sind dann die Schnelloptionen. Da gibt es auch solche Wischgesten. Mhm. Dann nehme ich den Reis da. Sitzheizung auf allen Sitzen. Mhm. Das ist cool, ja. Mhm. Und ausschalten. Also Lenkradheizung? Das hat nur der S und X. Ah, das hat er nicht. Oh, da habe ich mich so drauf gefreut. Und genau, hier kann man dann. Das sieht auch cool aus. Das hatte ich mir schon angeguckt in Berlin. Ja, genau. Warum? Sind Sie auch in Berlin? Nee, ich meine aber im Kudamm. Im Store, ne? Ja. Genau. Dann gibt es noch die Frontscheibenwärmung. Das ist aber jetzt keine Heizdrähte, sondern das ist die Belüftung von. Ich glaube, da hat dann unten die Heizdrähte, weil wir haben zwei Einstellungen. Mhm.
Und hinten haben wir dann noch die hintere Scheibe. Mhm. Und genau. Das Dach verdunkelt sich jetzt automatisch? Oder das ist schon verdunkelt. So, kann man, das geht automatisch, ja? Das ist halt immer so. Das ist immer so. Ja, abgetönt. Und halt auch UV-Strahlungsschutz. So, noch zwei. Hier kann man das Handy reinstecken. Ist aber nicht induktiv, war zum Anschließen. Genau, hier haben wir die Kabel. Mhm. Und hier haben wir noch einen Druckwebplatz. Das haben sie im S sogar nicht. Mhm. Und auf jeder Seite. Und sehr wichtig, hier gibt es noch die Häkchen. Ja, zum Rausklappen. Das gab es einmal S nicht. Ja, das habe ich schon im letzten Video gesehen, also da gibt es nicht. Ja. Ja, da können wir direkt loslegen. Okay, was bereit? Muss ich machen? Ich bin bereit. Genau, nur die Bremse. Da bin ich schon drauf. Und dann können Sie entweder nach hinten fahren, nach vorne. Fahren wir erstmal ein Stück nach hinten. Ja. Dann nach oben stark drücken. So. Genau. Dann geht die Kamera rein. Hm. Das war's schon, ja? Ja. Das kann ich quasi nicht mehr. Achso, der hat keinen. Das ist aber sehr nah dran schon. Das ist sehr nah. So, dann machen wir es nach vorne. Ja. Nach oben? Ja. So rum. So rum. Nach genau. Unten. Ja. Sehe ich irgendwo die Fahrtrichtung? Die wird nicht angezeigt, oder? Doch, hier, D. Ach, da. Das kann ich schon so geparkt. Und hier haben sie auch dann die Zentimeter. Habe ich nicht eine Kamera vorne? Nein. Nicht. Vielleicht mit einem Update kommt das, aber... Stopp. Oh Gott. So, wieder nach oben oder unten? So, nach oben. Nach oben. Tut mir leid, dass Sie direkt so einen schweren Challenge haben. Nö, das macht er. Eine andere Richtung. So, nach unten. Verletzt es gleich, ne? Ja, das macht er. Stopp. Ihr habt es nicht angeeckt, oder? Nein, alle Richtung. Ach, das ist ja. Aufgepasst auf die Felge. Hier sehen Sie die Felge. Ja. Tut mir leid. Ich würde das Auto lieber. Und alle Richtung. Ja, aber jetzt müssen wir rauskommen, ja. Yay! Oh Gott, der erste. Das ist echt ein cooles Fahrer. Ne? Hier steht der Ioniq. Linksrum, genau. Linksrum. Aber guck mal auf dem Display, ne? Da siehst du auch die Autos noch an. Also gerade hatten wir die gesehen. Da links? Ich glaube, es ist auch ein S, aber da kommen wir wahrscheinlich. Ah, nein, noch. So, und rechts müsste nicht kommen. Jetzt rechts aus. Genau, jetzt habe ich den Sportmodus und Komfortmodus im Lenkrad. Das ist jetzt das Performance-Modell oder das normale? Das ist das Performance. Ja. So einfach geradeaus, wie sagen, wo ich anfahren muss. Ja? Ja, an der Ampel. Ja, passt. Oh. Das ist mal mit dem meisten Marsch. Ich müsste meine Drehung mal anstecken. Bremst du gerade? Oder? Nee, ich habe das. Also, ach ja, eben. Apropos Bremsen, der hat auch automatisch Rekuperation. Ja? Ja. Kann man die verstellen, wie beim Hund, oder ist die generell voreingestellt? Kann man verstellen. Kann man einstellen, aber wir haben sie meistens auf. Und stärksten, damit man die Bremse nicht benutzt. Ja, das ist ja praktisch. Wie viel PS hat der jetzt so? Wir haben 460. Was? So, links? Genau, rechts. Links. 160 oder? 460. 460. Ja. Oh, 2,5 Sekunden von 0 auf 100. Aber das ist wirklich so ein Auto, es schlägt alles. Das ist unglaublich. Aber ein hoher Reifenverschleiß dann. Ja, das ist nicht so schlimm. Mehr im Xer, der wiegt ja 2,6 Tonnen. Der wiegt ja noch. Ein bisschen kühler machen, der ist ungefähr warm. Dann das ist heftig. Kann man auch so Automatik einstellen? Ja, dann nur auf Auto. Prima. Jetzt wird's kühl. Wieder runter machen? Ja. Das ist quasi hier. Genau, und hier sehen Sie dann die ganzen Supercharger an. Krass. Das ist ja schon echt gut. Ja, ja, aber im Osten ist es eben, ja, Deutschland, also Europa ist im Grunde alles abgedeckt. Aber aus Deutschland ist auch noch nicht so viele, oder? Genau, die in Polen werden auch noch nicht angezeigt, weil die wurden noch nicht umgerüstet auf CCS. Das ist ja echt ganz schön. Ich bin ja den Renault schon gefahren, aber wir müssen schalten. So, bleiben wir links, oder? Genau, wir können links bleiben, weil dann werden wir auf die Autobahn. Ich hatte hier angezeigt, die haben uns dran gewöhnt, stimmt, dann sobald ich von Graz gehe. Was macht der dann? Bremst der? Da bremst war. Ich kann das zum Beispiel auf niedriges einstellen, dann werden Sie direkt den Unterschied sehen. Schützt sich dann zuerst nicht. Das würde, ist auch eine Umgewöhnung. Ne? Wenn der Blitzer kommt, wahnsinnig. Ja, ich kenne den. Der kommt gleich. Dann hat der auch ein Tempomat. Ja. Ja, ja. Dann macht der Autobahn mal ausprobieren. Ja. Aber das Glasdach fetzt schon, ne? Muss ich schon sagen. Ja, das ist schon geil. Ja. Ist auch schön getönt und so, ja. Prima. Ist das gut? Ja, noch 20.000 dazu, dann kann ich das Long-Range-Modell kaufen. Das ist doch automatisch dabei. Hab ich aber nicht vorstellen. Nee. Aber ich wollte mich öfters mal eine Runde drehen mit dir. Das du kannst auch mal eine Runde drehen. Ja.
Kilometer zu gehen. Ich will auch eins. Ich überlege auch eher, mir selber eins zu machen. Aber du kannst ja noch schlechter. Was kann ich schlechter? Berlin laden jetzt. Also musst du dann immer in der öffentlichen Ladesäule stehen. Naja, klar. Ich habe ja gar keinen Stellplatz. Von daher. So, abbiegen rechts, links. Links, ja. Links. Auf die. Hat er auch eine Antippfunktion vom Lenker? Ja. Ja, das ist so wie beim BMW. Das ist bei mir im Golfhof. Okay. Aber ich wollte nämlich jetzt vom Brenner weg als nächstes. Danke sehr. Komplett in Strom umsteigen. Was eben das Schöne ist, diesen Honda Ioniq, den kriegt man gebraucht schon für 20, also als Jahreswagen ja. Für 20.000. Das ist natürlich konkurrenzlos günstig. Mhm. Klar. Aber natürlich kein Vergleich trotzdem zu Tesla. Also für Autos ja wirklich nicht zahlen. Das ist ja echt. Bei den Hyundai bist du noch nicht gefahren, oder? Nee, ich bin noch nicht gefahren. Ich bin auch positiv überrascht von der Federung. Mhm. Weil ich habe gelesen, dass der Bus sehr hart gefedert wäre und gerade auf der Straße rüttelt, aber das ist ja Performance. Das ist fast tiefer gelegt. Im Golf. Fast wie im Golf. Da hat das Ursache schon gefedert. Ja. Und jetzt können sie sogar auch ein bisschen draufdrehen. Das ist ja erst 120. Ich empfehle ja immer, wenn Tesla, also wenn schon, denn schon, weil das hier macht das Grinsen. Naja, klar. Ich will jetzt auch nicht ins Jahr. Kein Problem. Wir fahren dann gleich rechts raus und da habe ich so eine kleine Strecke. Dort ist niemals etwas los, das ist der neue Flughafen. Und da können wir mal durchbeschleunigen. Das war ja der Flughafen, wo niemand eine Absicht hatte, den Flughafen zu bauen. Ja. Wie viel kmh schafft der maximal? 260. Jetzt rechts, ja. Der Long Range 230. Das ist echt ein Vorhang, das ist ja sammelnermäßig. Toppen, ne? Das ist krass. Und auch die Sicht nach vorne. Ja, ja, es ist so phänomenal. Ja, raus. Stimmt, das ist sehr breit, ne? Die Frontscheibe auch so. Ja, das ist schon eine gute Spur, die können die behalten. Und dann sehen Sie auch direkt in der Kurve, der gleich kommt. Jetzt rechts, ja. Wie tief die Batterien liegen. Also man vertraut dem Auto auch sehr sehr. Ach so, weil es dann... Es liegt im Brett. Ja, ja. Ja, das habe ich auch schon gesehen, ja. Das ist ja ein Allrad hier. Ja. Ja, da wird dann nicht über den Vorderräder schieben, sondern bloß der Heck. Der Vortrieber vielleicht mal. Genau, und dann können Sie dann die mittlere Spur nehmen. So auf 5 km/h runter. Auf 5. Ja, auf 5. 5? Ja. Und dann können Sie doch auch folgen. Boah! Da hast du Schmerz, hier müssen wir rein. Gerade. 23 oder 30. Das macht man nicht oft. Ich meine das täglich. Das ist krass. Wenn Sie wollen, können Sie es nochmal machen. Also, das ist, wenn man ins Weltall fliegt, oder? Ja. Achtung, mach mal 5, mach mal 5. Da kommt dieses Frühstück wieder hoch. Ja. Das ist ja echt krass. Ja. Aber das ist ja jetzt nicht Hauptzweck des Autos, sondern natürlich das Geile ist, das Elektrosparen. Genau. Das sind doch die ganzen Sachen, die dazu kommen. Komm. Das funktioniert ja nicht mit. Ich hab gesagt, ne? Außerdem, also Sie bekommen für so einen Preis, also Performance sich sogar. Das, 80, das muss ich auch sagen. Also für 80.000 bekommt ihr kein Auto, das so beschleunigt, ja. Sich so fährt. Ja. Also Verbrenner, die sind. Kann er aus? Weiß ich ja nicht. Okay, kann er aus. Übrigens bin ich jetzt erste Mal auf dem BER. Ja. Als Berliner. Das sagen viele. Aber ich wohne auch in Berlin, deswegen. Das ist krass. Da geht eine richtige Ohren zu noch, ne? Also aber man muss, was jetzt komisch ist, man muss immer den Fuß auf dem Gas lassen. Ja, so wie das Symbol bis jetzt normal fahren, dass man rollt, ja. Das, da musst das du halten, schon, ja. Ja, ja, das ist schon ein Unterschied. Ich mache es meistens mit Tempomat. Also ja, ja, genau. Können wir ja nochmal ausprobieren. Ja, das, hat er das schon, das volle autonome Fahren schon? Das ist nicht drin, wie gesagt, das war das nicht erlaubt. Genau. Aber Tempomat einmal nur runterdrücken, dann können Sie dann hier die Geschwindigkeit ändern. Und die Spur, hält er auch die Spur? Nein, das macht er nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob er den Abstand hält, das habe ich noch nicht gehört. Mein Lenkrad mal ein bisschen zu mir stellen. Okay, das machen wir gleich. Dann am besten abreisen. Wie gut gebaut haben sie den hier mit der Zufahrt und so?
wenn noch benutzt werden kann. Und dann, wenn sie steigt, drücken auf die Bremse und jetzt loslassen, die Hold-Funktion ist drin. Ja, ich merke, es bleibt unten das Bremspedal. Ja, so, Lenkrad. Jetzt hier irgendwie, oder? Mhm. Zu mir? Links und rechts drücken. Ja. Aber so weiter rein. Ja, so ist besser. Cool. Dann können wir direkt dann wieder loslegen. Sehr schön. Auch das Gleiten. Ne? Ja. Das, wie schnell der Mensch mit 50 ist. Ich habe da so viele Videos gesehen, wo die Federung beschwert haben. Ich kann überhaupt nicht mehr kommen. Das ist ja echt. Und das sind ja große Räder, aber das sind ja die 20 Zoller. Das ist krass. Und der ist auch tiefer gelegt, der Performance. Das ist ein schönes Komfortfahren. Heute fliegen wir nicht. Doch, wir machen das schön im Auto. Genau. Das Lenkrad anders einstellen. Jetzt ist es auf Sport. Mhm. Ja, direkt. Ja. Wir müssen rechts. Das war schon hier. Geradeaus, ja. Hat denn der Tesla gleich eine schöne Teststrecke? Das ist die beste Teststrecke. Ja. Eigentlich müssen wir aufs Flugfeld, oder? Ja, gute Idee. Schnell nicht weiterleiten. Das ist ja dort direkt neben uns, weil wir fahren hier so rum. Ich hab's auf der Karte gesehen, nicht wahr? Sollen wir nochmal probieren? Das ist ja nicht. Ja. Du musst auf 5 wieder, ne? Ja, ich wollte auf 9, wenn sie wollen. Ach tja, also hier ist nichts los. Und dann sieht man, wie viel Power da ist. Können Sie mal anzeigen, wo man den Stromverbrauch sieht? Ja. Gibt es noch diese Kurve oder ist das hier nicht? Also, das ist dann das in Echtzeit, ja. Hier kann man verschiedene Daten. So. Was haben wir jetzt für aktuell vom Verbrauch? So gefahren. Ja. Das ist. Ja, also ich sage immer, Tesla. Ja, Venture-Tesla. Ja, aber ich sag mal jetzt, wenn das Standard- oder Midrange-Modell seine 6 Sekunden hat, 7 Sekunden, das reicht auch alles aus. Ja, 5 Sekunden, das ist ja verdient. Das ist schon ein schön sportlicher. Geradeaus, rechts? Das geradeaus. Das ist halt krass. Ja, klar. 5,9 hat er, wird das dann Jet Range wahrscheinlich schon nie haben. Ja, aber Heckantrieb, das ist da ein großer Unterschied. Ja, aber das stimmt schon, also wenn du 7 Jahre an dieser Garantie, 8 Jahre, das ist ja schon mal eine relativ lange Zeit. Oder 193.000 Kilometer. Also wenn sie 30.000 im Jahr fahren, dann ja. Ja, ja, also ich habe jetzt mit links. Geradeaus oder links? Ja. Also ich habe jetzt mit meinem Golf gesagt, kommt dann ungefähr hin. Das ist schon krass. Vielleicht kann ich doch unten halt so schön dick finden. Ja, ist dicker, ne? Ist so sportlicher als das Mal jetzt. Ja, da hab ich euch drin gesetzt, wenn ihr das. Können wir gleich mal rein. Ja, sehr gerne. Also, außer jetzt im Verkaufsraum. Schlechtes Gewissen mehr haben, wenn man sehr schnell fährt. Ja, das stimmt. Also Hauptsache, man schafft es halt von der Reichweite. Aber auch nicht, aber Supercharger, die sind so 150 Kilometer von einem. Ja, ja. Und dann die nächste Ausfahrt. Nicht schlechter als das. Was ist der Grund, warum die Teslas so schnell fahren können? Weil ich sag mal, in den meisten Ländern gibt es ja ein Tempo. Das stimmt, bei Abis-Begrenzung. Also in Amerika ja auch. Ne? Es geht ja um die Beschleunigung. Hm. Wenn ich fahre, dann fahre ich auch nicht, was weiß ich, die ganze Zeit 100, sondern ich beschleunige sehr schnell auf 50. Hm. Rechts, links? Rechts. Das macht dann, der größte Spaß ist ja zwischen so 0, so 20 und 100 km/h. Ja. Wenn der jetzt 200 noch mehr schafft, das ist ja. Ich sag mal, Reisegeschwindigkeit auf der Autobahn, so 150 km/h. Ja, das ist perfekte Geschwindigkeit. Aber ganz ehrlich, wenn du
Stromtanks und das relativ günstig ist, kann man auch schneller fahren. Ne? Ja, da hat auch Tesla ja die Preise erst extrem, sag ich mal, angehoben und dann gleich wieder abgesenkt. Ja, ja, also die waren früher bei 17 Cent, beim langsamen Laden sind wir bei 20. Aber guck mal hier in Norwegen, ja, echt gut ausgebaut. Ja, ja, du kommst bis hoch, nicht wahr? Das ist heftig. Nein, nicht ganz, ne? Naja, ich weiß, ich habe... Die sind noch nicht auf CCS umgerüstet. Achso, das waren nur die, die von Model 3 quasi auch nutzbar sind, deswegen. Genau. Ja. Das heißt, sind noch mehr Supercharger, als die auf der Karte zu sehen sind. Yep. Wie hier. Ja. Nicht in ja, das ist selbst schuld, ja. I'm sorry. So geradeaus. Ja, genau. Und die kommen erst dann später wegen der Produktion. Und wie gesagt, dann 50 hier. Und der erste. Ja, muss man auch also, kann man ja auch einstellen, dass der piepst auf einer bestimmten Geschwindigkeit? Ja, also das kann man beim Autopiloten einstellen. Der zeigt es dir auch. Kann man dann auch nicht ausprobieren. Ja, also Tempomaten könnt ihr dann versuchen, der schon drin. Ist aus. Ja. Dann könnt ihr hier die Geschwindigkeit ändern. Trainerbar, wie gesagt. Die Bremsen sind also nicht besser. Wenn ich jetzt Gas gebe, dann ist davon auszuschalten. Also dann beschleunigt man den. Also wenn du jetzt beschleunigst, also 55, dann kannst du dann kurz drehen und dann bleibt er dort. Ja, ja. Dann bremst du also das jetzt immer noch an. Die Federung, ich bin echt begeistert, das hätte ich nicht gedacht. Leise ist der. Ich habe wirklich gehört, der ist laut, die Federung ist hart. Nee. Gut, vielleicht war das noch so unser Modell, was noch nicht. Presse bei uns. Ist jetzt tut doch gar nicht rekommen. Das ist der Moment. Ja, da ist noch ein, nur wenn du bremst, geht er aus. Ne? Oder wenn man den nach oben drückt. Ja, rechts ist geradeaus. Rechts dann. Ja, ein paar Meter zurück jetzt. Ja, das war's schon. Wir sind aber für ein bisschen früher gekommen, dann können wir noch ein bisschen nach hinten fahren. Ja, beschleunigen wir sie mal. Das ist wirklich wie so eine Rakete. Ja, ne? Ja, also, das ist echt Wahnsinn. Ich finde auch die Größe, das ist wirklich mal, das ist wirklich, das ist nicht so groß, nicht so klein. Jetzt habe ich noch was gesehen, dass es so ist, wenn es regnet, dass dann beim Kofferraum aufklappen das Wasser reinläuft. Ist das noch so? Das ist das kein Wettzeichen. Also beim Schnee, auf jeden Fall Schnee wird dort rein. Aber beim Regen, naja. Wenn man langsam aufmacht, dann vielleicht nicht. Es so hängt davon ab, wie. Rechts, geradeaus? Geradeaus. Wir sind vorher gekommen, wie gesagt. Dann machen wir noch kurz ein Rundchen bestimmt gefolgt. Hier ist Tesla Country. Ja, ja. Es wird ja in Leipzig auch, also wie gesagt, in der Halle. In Leipzig wird ja auch so ein Tesla Service Center gebaut. Ja, es sollte einen schon geben. Es gab schon drei Anläufe dazu. Oh, ich glaube noch einmal drei kommt. Das sieht ja gut aus. Das ist da drin? Ja, da hat er auch nicht gewinkt. Wo ist der Weg? Der hat es gemeldet, weil das Fahrzeug. Ach, stand. Ja. Cool. Aber sehen wir jetzt nur nicht drauf. Doch, das war rot. Ja, das sehen wir. Rotes Auto, ja. Das ist nicht schlecht. Da gibt es einen Kreisel. Und hier hätten wir dann ihre brillante Idee, dann werden gut ausgenutzt miteinander. Stimmt. Und hier so ja, rüber springen. Rüber, genau. Ich glaube, hier hatte ich mal mit einem Quad mal eine Tour. Eine Quad-Tour da. Ich finde es auch cool, dass man den Scheinwerfer rechts in die Krüppel sieht. Und wenn Sie wollen, kann man hier wieder auf- und abbremsen. Ja, ich hab's jetzt schon. Ach, jetzt mal sogar die Autos. Ja, ja, genau. Krass, genau. Da macht sich mal. Moment, ich mache jetzt noch kurz Track Mode an. Dann kurz auf Parking. Track Mode. Jo. Jetzt hat noch ein bisschen mehr Leistung. Wir wärmen die Batterie auf und das ESP ist jetzt großzügiger. Ja. Das ist doch wirklich krasser. Ja, das ist Track Mode. Das war jetzt wirklich krass. Aber das braucht man eigentlich auch nicht. Da kommt man nicht wirklich. Krass. Genau, das ist auch ein Ding. Also, das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal von Tesla, der Autopilot. Und dieser selbst, also der Assistente fahren. Wenn es dann. Achso, das ist. Aber wir gehen davon aus, dass es klappt. Ja, klar. Nee, ist wirklich ein schönes Fahren. Gut, da können wir nochmal in den Kofferraum so reingucken. Vielleicht können wir auch noch reingucken. Ja. Bremst jetzt auch viel mehr im Track. Ja, ja. Aber ich glaube, da gewöhnt man sich auch dran, dass man natürlich da mit dem Fuß einfach drauf bleibt. Ne? Ich hab mich auch bei dem Renault Zoe fast dran gewöhnt.
das war das verwunderlich bei dem Renault Zoe, wird vielleicht ähnlich sein, bin ich mal nie rumgefahren, da ich fast keinen Strom verbraucht, ja, weil von Ampel zu Ampel du bremst. Und genau. Wieder trotzdem 10 Kilometer. So fahren wir jetzt runter. Ja. Musst du eine Lücke reinbauen, schaffen. Nein, das machen wir. Wir nehmen was anderes an. Ja, genau, hier haben wir dann 10 Parkplätze. Probieren. Das ist auch schön. Genau. So, jetzt nach unten, nach oben, nach oben. Nach oben. Ja. Dann sieht man auch direkt, wo man reinfährt. Mhm. Soll ich gleich an der Seite fahren? Ja, passt. Ja, sehen Sie dann auch den. Das ist echt krass. Sehr schön. Mal jetzt drücken. Durchdrücken. So, kann ich loslassen, der Bremse? Ja. Mann, das ist echt ein Raumschiff. Hoffe, räumen Sie auf. Und dann hier drauf drücken, die Tür zu öffnen. Was nur, da hast du hier oben eine Taste, da kannst du drauf drücken, die Tür auf. Ja, und das haben wir gar nicht vergessen. Ja. Geht sogar die Scheibe ein bisschen runter. Oh, das sind doch richtig weiche Knie, wenn man hier rauskommt. Zwei Stück. Ja, das ist auch wirklich schön tief. Guck mal, weißt du, wie tief da ist. So, riesig, der Kopf. Ja, und hier haben wir noch mehr Platz. Ja. Na, sehr schön. Ja, es ist echt ein geiles Teil. Den könnte man auch verkünden. Den können Sie dann zur Hochzeit unterrichten. Und er sagt, also diese Kunde aus Polen hat den meisten S. Und er sagt, er kann manche Monate nur mit der Hochzeitsvermietung seine Rate bezahlen. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Sie wollten noch das Ladekabel zeigen. Also genau, das ist der Kunde. Carbonspoiler? Ja, habe ich schon gesehen. Man kann es auch so machen. Und dann haben wir das, der normale Typ genau, 2 Stecker. Genau. Können Sie dann öffnen. Das ist ja mäßig dabei. Yep. Und das hier auch. Yep. Und hier haben Sie dann den normalen Schuko-Stecker. Und das ist dann diese Campinghose. Ja. Prima! So, Freunde, also. Ich kriege das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Das ist echt Wahnsinn. Die Beschleunigung, war das, glaube ich, Performance-Modell. Ihr habt es ja selber gehört. Die Beschleunigung ist so phänomenal. Also ich glaube, mein Stirnlappen ist immer noch leer und es ist immer noch ein Teil des Gehirns, sitzt ja bei mir hinten. Und ich habe immer noch weiche Knie und es ist Wahnsinn. Es ist echt der Hammer. Ich meine, klar, man braucht es im Alltag nicht. Ja, und niemand wird das täglich ausreizen und selbst da wird er seinen Reiz verlieren. Aber was mich wirklich extrem top überzeugt hat, da war ich sehr überrascht und ich habe es auch im Video oft gesagt, habe es schon oft gehört, ich fand die Federung war echt prima. Da gab es nichts auszusetzen. Also ich war echt sehr extrem zufrieden und auch die Lautstärke fand ich prima. Es war wirklich leise. Vielleicht hatten wir es im Video gehört. Ich habe es ja jetzt selber noch gar nicht gesehen. Ich habe es ja jetzt erstmal alles nur aufgenommen und mir hat die weiße Ausstattung auch sehr gefallen. Aber die kostet nochmal extra. Und ja, über 1.000 Euro nochmal für die Ausstattung zu bezahlen, weiß ich nicht. Aber ich sag mal, ich bin echt extrem positiv überrascht. Extrem leise, extrem schick. Auch die Größe finde ich prima. Also nicht so groß, nicht so klein. Ich sag mal, das ist wirklich vom Innenraum und auch von außen Golfklasse mit Kofferraum. Also hier VW Jetta oder sowas in der Richtung. Jetzt erschlagt mich nicht, ich kenne die Maße nicht von den Autos, aber gefühlt oder Opel Vectra, ja, so die Größe ist das. Also wirklich völlig ausreichend. Der Kofferraum sieht auch schön groß aus. Und das Glasdach war auch nur die Spitze. Es wäre schade, wenn das kleinste Modell ein Blechdach hätte. Wahrscheinlich ja. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich extrem begeistert und na klar, ich bin noch ein Teil geflasht jetzt von dieser Fahrt. Die Eindrücke sind noch ganz tief jetzt drin erstmal. Aber trotzdem hat mich die Lautstärke, das Fahren, das Fahrwerk alles wirklich sehr überzeugt. Und es ist wirklich auch ein Fahrzeug für den Alltag. Also man kann dann auf Arbeit fahren, hin und zurück jeden Tag und kann innerhalb Europas, zumindest Westeuropa, auch ganz bequem alle Punkte erreichen. Und also da war ich echt, also man kann schon sagen, es ist ein ausgereiftes Fahrzeug. Ja, es gibt ja viele, die sagen, ja, Tesla ist noch ganz neu auf dem Markt und die Autos sind noch nicht ausgereift. Zumindest das Fahren fühlte sich wirklich erwachsen an. Ja, das Lenkrad war schön, mich hat das fehlende Display gar nicht gestört, obwohl ich ein Problem hatte, die Geschwindigkeit einzuhalten.
muss ich dran gewöhnen, dass die ja rechts auf dem Display ist und nicht groß hier vorne. Da würde mir auch fehlen, dass man das vielleicht auf der Frontscheibe einblenden könnte. Aber ansonsten muss ich sagen, also ich bin immer noch wirklich hin und weg. Ja, das waren die 20 Minuten. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich 20 Minuten fahren, aber auf dem Video wird man es ja sehen, 20 Minuten waren. Das waren die 20 Minuten fahren. Und es hat mir wirklich extrem gefallen. Erstmal noch schönen Dank an Tesla, dass sie mir das hier ermöglicht haben, kostenfrei mal die Probefahrt zu machen. Klar, ich habe natürlich auch einen Tesla reserviert. Weiß auch noch nicht, ob ich wirklich einen nehme, aber die Optionen liegen erstmal auf dem Tisch und kann man später nochmal aussuchen, was man macht. Dann noch schönen Dank an Tesla. Auch der Kollege war wirklich extrem freundlich und sehr nett. Und also es gab da nichts zu meckern, hat mega Spaß gemacht. Und jetzt geht es wieder nach Hause mit dem Verbrenner. Aber ja, es war eine mega Erfahrung und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ja, das war es jetzt mit diesem Video. Ich muss mir selber erstmal nachher mal die Aufnahmen von innen angucken. Habe ich ja jetzt noch gar nicht gesehen. Ihr habt sie schon gesehen. Ja, ich wünsche euch noch viel Spaß im Netz. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einmal den Daumen nach oben klickt. Und natürlich gerne abonniert meinen Kanal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.